Zack. Atomic Heart. Ich musste ja heute Morgen, Vormittag, ja, morgens war es schon noch, schnell aufhören. Ne? Die bauen bei uns die Straße. Ich musste mein Auto wegfahren, dann haben die angefangen zu bauen. Richtig zum Kotzen. War übelst laut, keinen Bock mehr gehabt. So. Okay. Warte mal. Ist laut hier noch? Keine Ahnung. Atomherzprojekt. Am 14. Februar 1900. Oh, das nervt mich so, ne? Warte mal. Was ist denn, wenn ich das auf 60 mache? Ne? Nur mal so. Just for the Lulz. Kongress des KPDSU-Zentralkomitees genehmigt. Das total dumm. Dieses, dass das im Stream so dreist, das Bild, das soll eigentlich gar nicht sein. Das nervt mich halt übelst, ne? Gerade. Weil ich nicht war, weiß, woran es liegt. Oder vielleicht weiß ich es doch. Ich probiere mal was aus. Mach die Bildschirme wieder auf. Weil eigentlich 60 FPS. Eigentlich müsste das ohne Probleme gehen. Mit dem Pass-Through. Aber nö. Beibehalten. Zumal das Dumme ja eh ist, dass... Oder ich habe irgendeine Einstellung verkackt. Weil es ist immer noch. Das soll eigentlich nicht sein. Ich habe irgendwas verstellt. Jetzt kriege ich das nicht mehr so hin, wie es sein soll. Scheiße. Ah! Oh, habe ich nichts gemacht. Oder das ist einfach das Spiel. Das kann auch sein. Ich lasse sie mal das. Es geht ja eh über V-Sync. Kapitalismus. Es bleibt so. Vielleicht liegt es doch einfach am Spiel. Weiß es nicht. Hallo, Motherfucker. Hallo, Motherfucker. Was geht? Die Umsetzung besteht in der Einnahme strategischer und militärischer Einrichtungen mit der Rauchfolge. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung bin ich auch wieder da. Ja, ey. Hat geklingelt. Ich musste mein Auto wegfahren, weil die bei uns die Straße bauen. Also die Asphaltdecke ist schon weg. Und dann haben die angefangen, es war übelst laut. Die haben die ganze Zeit rumgehupt und boah, nee, da hatte ich dann auch keinen Bock weiterzumachen. Wenn die kritische Masse erreicht ist, übernehmen sie alle Kraftwerke und stellen den Strom ab. Seid gegrüßt, geehrte Mitglieder des Politbüros. Ja, eine krasse Werbeunterbrechung, aber das nächste Mal bitte keine Sexwerbung mehr. Okay, hey, ich dachte, weißt du, gönn mal, aber dann nicht. Ja gut, die müssen es nicht gucken, ne? Boah, wenn in meinem Keller Sexwerbung läuft, uff. Viel Spaß für die Werbung, die hat da nämlich keinen Platz. Der ist voll. Aber dann würde ich vielleicht auch öfter in den Keller gehen, wer weiß. Ja, ich dachte, du weißt so ein bisschen das Werbecash einfahren. Eigentlich hätte ich den Stream einfach anlassen sollen und permanent Werbung laufen lassen sollen. Hätte nichts gebracht, aber wäre witzig. Nee, das war auch... Ach, guck mal, hier kann ich speichern. Ja, geil. Das war eine etwas unvorhergesehene Unterbrechung. Aber gut. Und dann ja, hatte ich keinen Bock mehr, hier zu warten, bis die fertig sind. Dann war ich mit dem Hund draußen eine Weile. Dann hat es irgendwann angefangen zu regnen. Ja. Mal gucken. Geplant ist es nicht. Aber who knows? Okay. Ah ne, das kann ich ja überspringen. Das haben wir schon gesehen, ne? Kann man das überspringen überhaupt? Nö. Oh, ich muss mir das nochmal angucken. Lass. Dann kann ich das nicht überspringen. Kann man das nicht überspringen? Geht nicht. Na gut. Gucken wir uns das nochmal an.
beschützen. Nun, Chariton, bist du stolz auf dich? Larissa, Sinaida und du wart ganz schön fleißig. Aber Sergei, ich dachte nicht, du würdest wirklich so naiv sein, aha, mein Junge. Sei still! Du hast mein Gedächtnis gelöscht! Bin ich ein Spielzeug, so wie alle im Kollektiv? Was glaubst beruhige du, wer du bist? Beruhige dich, Sergei. Ich sehe schon, du bist sehr aufgebracht. Ich kann es dir nicht verdenken. Aber du, Chariton, du solltest dem Jungen helfen, nicht an seinen Fäden ziehen. Oh, was hast du so gemacht? Ich? Jetzt gibst du mir Werbung angeguckt. Wer beraubt denn hier jeden seines freien Willens und macht ihn zu einer Puppe? Und es war nicht mein Wunsch, ein sprechender Glibberhaufen zu sein. Du bist doch froh, dass es passiert ist. Du benutzt jeden, um dein Ziel zu erreichen. Auch mich und deinen Agenten. Gib es zu! Ich hatte euch beide verloren und eure Leben gerettet. Ihr seid beide wissenschaftliche Wunder. Du bist mein bester Freund, Chariton. Und der Major ist für mich wie ein Sohn. Dann sind diese beiden wie deine Töchter? Und all jene, die du mit dem Kollektiv verbinden willst, deren Verstand du kontrollieren wirst, was sind sie für dich? Zweimal gearbeitet, fleißig. Pflegekinder, sie sind doch alle nur Schrot für deine Mein Mühlen, Wunsch für die Menschheit war eine fantastische Zukunft, unvorstellbare Errungenschaften. Ah. Mein Wunsch war ein Weg zu den Sternen. Haltet das mal, beide, und Hände hoch. Du sagst ihnen jetzt, sie sollen zurücktreten. Ich zähle bis drei. Eins. Ein Jammer. Zwei. Ein Jammer, dass du die Situation eskalieren lässt, ohne eine friedliche Lösung zu suchen. Aber du stehst im War ein großer Döner, aber, ne? Rechts, links, vernichten. Rechts, links, Uppercut! Hey. Hallo. Nee. Aua! Ich bin tot. Oh, der Döner war eine Pizza. Okay, dann hat's sehr lange gedauert. Wenn der Döner schon zur Pizza wurde, ui. Ja, scheiße, mich ja direkt tot. Ist ja jetzt blöd. Nun. Ich war sehr überrascht, dass sie auf mir drauf gesessen hat. Ist auch nicht, ne? Fühlt man sich jetzt auch nicht so scheiße. So. Cool. Oh, ey, jetzt muss ich Quicktime-Events machen. Ich bin kein Schloss. Nur kommt kein Salat bestellen beim Döner, so aus Ehrengründen. Ja, nicht, dass der Bizeps schrumpft, ne? Geht ja gar nicht. Hui! Ja, muss meinen Flieger erwischen, danke. Yo. Ist das jetzt ein Kampf nur Quicktime-Events? Okay. Was um alles in der verdammten Welt ist das? Gibt nicht den Maschinen die Schuld. Ach, verdammte Scheiße. Das sind kalte, harte Fakten. Das will ich beheben. Boah, ja genau. Aua. Was war das denn jetzt hier? Kann ich erst eine und dann die andere oder muss ich beide und dann eine? Heißt also Ekaterina Netschaira. Die Frau, an die ich mich nicht erinnere? Welcher? Beide sind er. Ich wollte Blessner ins Leben. Und die andere. Im Zweifel. Obwohl, der schießt sich ein paar Ladungen rein und wird sich so sein. Aua. Was zur Hölle? Alter, die bewegen sich aber auch. Die Lebenden. Konntest du nicht wenigstens die Toten in Ruhe lassen? Okay, die eine flennt die ganze Zeit, das wird wohl die Frau sein. Welche meiner Erinnerungen hast du noch gelöscht, Boss? Und wie oft? Das reicht jetzt. Ich bin bereit zu glauben, dass du zu meinen Besten gehandelt hast. Aber warum konntest du es mir nicht einfach sagen? Oh.
klar, was ich tun sollte. Jetzt wäre es richtig, die Zwillinge zurückzupfeifen und mit mir zu reden. Verzeih mir, aber sie kämpfen gegen Charity, nicht gegen dich. Hä? Macht gar keinen Sinn. Wenn, dann hauen die wieder auf die Fresse. Aua. Schöne Scheiße. Können wir nicht einfach damit... Werde Charity los. Zieh den Handschuh aus. In Ordnung. Aber ruf erst meine Frau zurück. Meine... Ja, Frau N? Bin mir nicht so sicher. Mal ganz ehrlich. Ach so, da ist ein Schutzschild drin. Ich dachte, ich kann die einfach töten. Ihn. Aber jetzt versucht er aber alles, ne? Was zur Hölle? Hä? Was war das denn? Wo ist die hin? Au. Ich glaube, mir wird die Muni ausgehen. Hä, wie habe ich den anderen Schaden gemacht? Ah, ist alles angeschwollen, war ich verstehe. Hä? Die switchen ihr live hin und her. Hä? Die cheaten. Bin ich rumgeschrien. Was machen die da? Die ist doch schon tot. Jetzt kommen wir nicht so. Komiker. Die rechte fand ich immer besser. Die war irgendwie nicht so hängig. Ja. Cool. Aua. Aua. Hat gar nicht wehgetan, aber trotzdem gleich aua. Achso, ich kann doch eigentlich die ganze Zeit hier langlaufen. Ja, auch gut. Oh, wenn die natürlich wegläuft und ich nicht treffe, ist scheiße. Sag mal, irgendwas habe ich gerade runtergeschmissen. Ich treffe halt absolut nichts gerade, ne? Könnte ich auch einfach einen Döner essen. Ups. Reinig. Oh, jetzt fliegen die schon wieder da oben rum. Ups. Ich glaube, ich habe gleich keine Heilung mehr. Oh, ja. Kann ich das irgendwie... Ne, irgendwie nicht. Hm, na gut. Kannst du jetzt mal stehen bleiben? Och Mann.
Huch. Geil, zwei Schuss noch. Läuft. Okay, die ist tot. Down, weg. Nö, ach so, einfach wieder in der Luft. Na, nö, ist klar. Ach so, ja, nö, ja doch. Nicht. Klar. Ja, aua. Klar. Warum auch nicht? Hä? Wenigstens gegen Laser immun oder so? War das nicht so? Hm. Ah, cool. War's das? Du verstehst das nicht. Chariton manipuliert dich. Er erlangte Zugang zu dem Voskhod-Modul in deinem Gehirn und sandte dich ins Limbo. Ich hatte es nicht gleich bemerkt, da ich mit dem Kollektiv-Update beschäftigt war. Er war es, der Molotow getötet hat. Sag mir, Chariton, hast du Dr. Filatova dasselbe angetan? Hast du meinen Agenten benutzt, um sie zu massakrieren? Ich hab genug von deiner Heuchelei, Dimitri. Ich hab deine ganze Schmutzarbeit für dich erledigt. Aber warum mussten sie denn sterben? Warum hast du das getan? Du Mistkerl, die ganze Zeit... Ich hab genug von dir, Major. Deine Arbeit ist getan. Der Anzug war's. Der Handschuh, meine ich. P3, mein Junge. Steh auf. Steh auf. Was willst du? Ich will, dass dies alles endet, Dimitri. Ich will, dass deine erbärmliche Menschheit erkennt. Sie hat keine Zukunft. Es ist Zeit, zurückzutreten und Platz zu machen für die nächste Phase ihrer Evolution. Sehen wir dann alle so aus? Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Chariton, du bist abgrundtief böse. Was? Was hast du mit der Menschheit vor? Hm. Und mit Kollektiv? Du solltest nicht. Ich meine ja doch nicht böse. Bezeichnen, nur weil du es nicht verstehen kannst. Das Böse ist ein abstraktes Konzept. Dein Denken ist limitiert. Du bist ein Mensch. Eine Spezies, die bald ausgestorben sein wird. Das wurde mir klar, als ich selbst aufhörte, menschlich zu sein. Deine Limitationen hindern dich daran, die Wahrheit zu sehen. Die dummen Menschen wollen sich nicht weiterentwickeln. Alles, was sie wollen, ist, es sich bequem zu machen, auf Kosten anderer. Du wolltest dich nie dem großen Netz anschließen? Nein! Halt, Chariton! Nein! Ich hab's mir anders überlegt. Hm.
Agentum-Einheit betrat Dr. Sechenovs Büro, fand jedoch keine Spur von ihm. Teilweise rekonstruierten Aufnahmen zufolge scheint sich das humanoide Neuropolymer-Objekt Dr. Sechenovs Leiche genähert und sie völlig verschlungen zu haben. Nach den im Bericht beschriebenen Ereignissen verließ das unidentifizierte humanoide Polymer-Objekt Dr. Sechenovs Büro und verschwand. Tja, nun. Man kann nicht alles haben. Schöne Scheiße. Schwund ist immer, wa? Ist er immer mit seiner Frau wieder zusammen. Läuft. Also doch ein Happy End. Unterbrechen? Ah, abbrechen heißt das. Okay, wir sind durch mit der Atomic Heart. Yay. Super. Ich kann zur Anlage 3826 zurückkehren. Ich kann es aber auch einfach lassen. Boah.